kaum zu glauben, wir haben alles verbockt. Wie immer wir das geschafft haben. Irgendwie haben wir es reingebracht. Ja, super. Jetzt machen wir uns auf die Reise. Auf zum Abenteuer. Kevin, was gibt's heute? Was schlägt die Küche vor? Hühnersuppe mit Backerbsen. Aha. Wie schaut unser Routenplan aus? Wir befinden uns da jetzt auf dem See Le Lang. Das ist ein extrem langgezogener See, der dann weiter nördlich in den sogenannten Foxen einmündet. Das ebenfalls wiederum ein See ist mit sehr vielen Seitenarmen und Kanälen und Verbindungen zu anderen Seen. Wenn das Wetter passt, werden wir da morgen am Abend oder ansonsten übermorgen auf den Foxen einfahren. Dort werden wir dann entscheiden, wie es weitergeht. Plan A von uns würde bedeuten, dass wir ein Stück den Foxen fahren und dann Richtung Westen abzweigen werden und dort in den Stora Lee einmünden. Der Stora Lee ist ebenfalls ein extrem langgezogener See, wo wir uns immer wieder genau an der norwegischen, schwedischen Grenze entlang handeln werden. Und wenn wir den bis ziemlich an das untere Ende schaffen, dann würden wir in Ed ankommen, was sozusagen für in 8 Tagen unser Ziel wäre. Das würde aber nur dann funktionieren, wenn das Wetter passt. Ansonsten hätten wir uns noch einen Plan B und Plan C überlegt. Den verrate ich euch aber nur dann, falls einer der Pläne eintrifft und wir den auswählen müssen. Na dann, viel Spaß noch beim Zuschauen!